Damit herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP 1. Diesmal geht's weiter mit dem Special Cup, dem Mario Special Cup, also Special Mario Cup. Und weiterhin mit Pac-Man, weil man seinen Charakter anscheinend nicht wechseln kann. Ist mir aber auch recht. Also, der Special Cup ist anscheinend gespiegelt. Ich hatte letzte Folge zwar gesagt, dass ich weiterhin aufnehme, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe erst mal eine Pause gemacht. Zack. Und zwar ziemlich lange Pause. Das ist ziemlich ein paar Tage. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen was vergessen habe oder so. Wie irgendwas Bestimmtes geht. Aber ist auch egal. Zack. Die Münzen noch mitgenommen. 10 Münzen. Jetzt haben wir jetzt mal die Münzen ein. 100 km/h. Das sind 101 km/h, das ist wirklich schneller. Oh, was war das? Man sieht es unten, die km/h, unten rechts, dass man schneller ist, wenn man mehr Münzen hat. Die Computergegner scheinen besser zu sein. Ich lasse die mal kurz vor. Zack. Zack, die Münzen noch mitnehmen. Das Driften ist echt ziemlich kompliziert, aber man lernt es wirklich. Man lernt es. In der Zeit. 102 km/h fahre ich jetzt schon. Oh, jetzt hat mich. Zack. Ey, das ist unfair. Das ist jetzt unfair, komm. Und. Was? Nicht ernsthaft, oder? Okay. Dann probieren wir das Ganze noch einmal. Und gerade der zweite Versuch. Ah, ich habe einen Turbostart falsch gemacht. Okay, kurz das Zwischenstatement. Ich werde jetzt immer die erste Aufnahme nehmen. Und wenn ich es nicht geschafft habe, werde ich es nochmal machen und dann einfach nur reinschreiben, dass ich gewonnen habe. Also. Zack. Das glaube ich besser. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es mache. Werde ich schon noch sehen. Am besten. Das meint ihr doch nicht ernst. Ah, mein Gott. Ernsthaft schon wieder? Ich meine, ich bin jedes Mal die ganze Zeit Erster und dann da. Ja, geh doch vor. Wo ist die denn auf einmal? Ja, dann fahr doch vor jetzt. Zack. Außer dein Ernst. Und da hätten wir es. Liegt das da gerade ein bisschen? Zack. Das hat jetzt so aus, als würde es da lecken in der Aufnahme. Ich hoffe mal nicht. Yes. Mario's Beach. Ach nein! Ich glaube, die Strecken waren nicht gespiegelt, sondern man fährt in die andere Richtung.
Da habe ich vorhin was Falsches erzählt, man fährt in die andere Richtung. Den Turbostart muss ich. Ist natürlich eher schlecht, wenn man gute Gegner hat und nicht weiß, wie der Turbostart geht. Was macht er denn? Zack. Hey. So, geh du mal weg mit deiner. Mit deiner Elektroroute. Und da lang da gerade Nägel. Zack. Der wirft Nägel weg. Den Nägel habe ich bisher noch nicht gesehen. Zack. Die Kurven bekommt man mit dem Driften auch besser. Zack. Mir fällt gerade auf, dass ich ziemlich wenig sage. Jetzt kommt Wario wieder. Ich lasse ihn lieber nicht überholen, das ist gerade die letzte Runde. Kann ja leider nichts nach hinten werfen. Also man kann es schon, aber dazu braucht man bestimmt das nach hinten werfen-Item. Zack. Aber ich habe anscheinend gar keins. Nein. Zack. Und. Achso, ja. Diesmal beim ersten Versuch. Da hat er mich am Ende noch überholt. Ich wollte ihn eigentlich nicht vorlassen. Aber ich habe ihn noch gekriegt. Nächste Runde. Ah, man muss die Items wieder alle neu freischalten, wie es aussieht. Weil Wheel Virus oder wie auch immer, hatte ich ja eigentlich schon. Bis dahin bin ich der, der sich bewegt. Läuft. Aber man muss über der 1, die 1 anfängt zu verschwinden. Zumindest hat es gerade so angefühlt. Muss ich dann nochmal testen. Zack. Was? Das kannst du nicht springen, Alter. Mit 3 Münzen ist man echt langsam. Hey. Aber lass mir die Münzen da. Ja, toll. Hä? Ach, die sammeln gar keine Münzen ein. Das sehe ich halt jetzt erst. Hm. Komm schon. Bam. Und sie hat mich nicht getroffen. 20. Ja, genau. Hast du einen Stern aktiviert oder wie? Zack. Ach, sehr. Zack. Ich dachte, es sind gerade nur 4 Runden. Wie vorhin. Aber diesmal sind es wieder 6. Ist ja auch die selbe Strecke wie. Bloß diesmal. Ach so. Zack. Ah. Kritisch. Okay. Okay. Ah, ganz knapp.
ziemlich spannend. Zack. Yes. Jetzt geht's in die nächste Runde. Okay. So, letzte Runde in dem Cup. Also letztes Rennen. Es kommt danach ja. Ah. Hab ich gerade das Szenen falsch gedrückt. Es kommt danach ja noch dieses. Diese Challenge. Die erinnert ein bisschen an die Rennmission aus Mario Kart DS. Die ich übrigens echt cool fand. Schade, dass sie es nicht wieder gebracht haben. Also die Idee war gut. Die Mission zwar auch, aber auch die Idee an sich war gut. Ach, das ist jetzt anscheinend nicht mehr in die andere Richtung. Ich sehe hier noch nicht ganz durch. Zack. Wie sie mich die ganze Zeit anrahmen. Zack. Mann, ich möchte nur die Münzen. Bam. Auch ein paar Münzen mitnehmen. Zack. Die Münzen noch. Anscheinend kann man nur höchstens 102 km/h. Zumindest mit Pac-Man. Mit anderen Charakteren geht es ja glaube ich schneller. Wenn ich das richtig gesehen habe am Anfang. Also ich habe es richtig gesehen, aber. Zack. Wieder erster. Das Challenge Game. Okay, das ist anscheinend wieder das. Jupp, das ist das gleiche. Zack. 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 Okay, es ist nicht besonders schwierig. Aber. Ich brauche länger. Und dann war es letztes Mal schon so? Ich glaube, es war letztes Mal schon so. Und damit habe ich den Mario Cup. Nice. Power Pill. Power Pill Plus. Yes. Zack. So, das war's dann mit der Folge von Mario Kart Arcade GP. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.